Ich darf dich ganz herzlich willkommen heißen. Miroslav Grosser, du bist Stimmexperte schon seit vielen, vielen Jahren. Seit den 90er Jahren, wenn ich das richtig gesehen habe, bist du spezialisiert auf ja, das gesamte Gebiet Klang und insbesondere auch die Ausbildung der Stimme. Und ja, es gibt ja so diese Aussage, Zusammenhang Stimmung und Stimme. Ja, unser Körper ist ja irgendwo auch ein Klanginstrument, was aus Schwingung auf Schwingung reagiert. Wo ist da der Zusammenhang? Also wie kann die Stimme unsere Stimmung widerspiegeln? Ja, hallo liebe Julia und hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich freue mich sehr, dieses Interview geben zu dürfen, weil ich immer wieder gerne einfach diese spannenden Zusammenhänge teile, die da existieren und die du jetzt auch schon so direkt angesprochen hast. Ich will nur kurz ergänzen, dass ich halt mit dem Thema Klang und Stimme schon seit frühester Kindheit mich sehr verbunden fühle. Nur der Fokus auf die Stimme dann erst in den 90er Jahren geschah, als ich die Obertöne entdeckt habe. Und was die Verbindung ist zwischen Stimme und Stimmung, lässt sich aus meiner Sicht am besten so erklären, dass wir ja als Menschen sehr komplexe Schwingungswesen sind, die auf verschiedenen Ebenen schwingen, wo wir die körperliche, physische, materielle Ebene nennen können und dann halt die ganze emotionale Gefühlsebene. Und dann aber auch die geistige, mentale Ebene, wo halt Gedanken doch auch wirklich eine starke Wirkung auf die anderen beiden Ebenen haben können. Und dann nehme ich gerne noch die vierte Ebene rein, die ich als spirituelle oder seelische Ebene bezeichne, wo es dann halt in noch größere Zusammenhänge geht, die über unsere Persönlichkeit hinausgehen. Und wenn wir das Wort Stimmung nehmen, was ja diesen Wortstamm Stimme enthält, dann wissen wir, dass es mit Gefühlen zu tun hat und dass Gefühle sehr stark von außen und von innen beeinflusst werden können über entweder die Erfahrungen, die wir machen, aber auch durch die Einstellung, die wir haben zu dem, was jetzt gerade geschieht, die Gedanken, die wir dazu denken und die dadurch ausgelösten Gefühle, all das bestimmt unsere Stimmung und löst auch Körperspannungen aus. Und da die Stimme als supersensibles Schwingungssystem all diese Spannungen in unserem System, und zwar auf den körperlichen, emotionalen und geistigen Ebenen wahrnimmt und gewissermaßen wie verarbeitet, spreche ich gerne von einem Wahrgebungsorgan. Also, dass die Stimme sowohl Wahrheit wahrnimmt über die Schwingungen, die an sie herangetragen werden. Ich bezeichne sie deswegen auch als ein Wahrnehmungsorgan. Die Stimme nimmt sehr viel wahr. Zum Beispiel jetzt wird von all denen, die diese Stimme, die jetzt gerade spricht, hören, werden diese Schwingungen im Kehlkopf wahrgenommen, weil der mitschwingt. Der ist so fein aufgehängt, dass er sozusagen die Stimme eines sprechenden Menschen in sich selbst wahrnehmen kann. Ich spreche deswegen sogar von einem physikalischen Mitfühlungsorgan, was wir hier haben. Und das zeigt so ansatzweise, in welche Richtung das geht, diese Verbindung von Stimme und Stimmung. Ja, super, super spannend. Ich finde, wenn man sehr aufmerksam ist, dann bekommt man auch im Gespräch kleinste Unsicherheiten oder ich kann es bei mir zum Beispiel auch teilweise feststellen, wenn ich mit jemandem rede und dann eine Aussage mache, wo ich nicht ganz hundertprozentig sicher bin, dass die Stimme verändert sich sofort. Da kommt dann vielleicht so ein leichtes Vibrieren oder so ein ganz kleiner Abfall oder so ein kleines Aufsteigen, ne? Also das sind so minimale Nuancen, die ganz viel auch widerspiegeln können, wo man auch ganz viel raushört. Und du hast auf deiner Website auch so eine tolle Aussage, dass die Verbindung oder die Beziehung zu unserer Stimme ein Spiegel ist für die Beziehung zu unserer Wahrheit, wie wir ja im Leben stehen. Kannst du das nochmal erläutern, was du damit meinst? Ja, sehr gerne. Du hast ja eben schon angesprochen, dass du einige dieser Aspekte wahrnimmst, die Veränderungen im Außen oder im Innen, die deine Stimme beeinflussen können. Meine ist jetzt zum Beispiel auch beeinflusst. Und du hörst es, teilweise rasselt sie ein bisschen. Und die Frage ist, wovon kommt das? Sind das körperliche Geschichten? Sind das psychische Geschichten?
Und es ist eine Frage unseres Commitments, unserer Ausrichtung, ob wir uns dafür wirklich interessieren, weil dann können wir es auch herausfinden. Dann können wir auch mit unserem Bewusstsein uns auf diese feinen Stimmschwingungen fokussieren und die Stimme als eine Art Biofeedback nutzen, die uns sehr viel Informationen gibt darüber, wie wir als Gesamtschwingungssystem Mensch reagieren auf das, was im Außen und im Innen gerade passiert. Und dann können wir diese Informationen nutzen, um quasi unseren Umgang damit zu optimieren und uns zum Beispiel wieder mehr in Kontakt zu bringen mit dem, was wir als unsere innere Wahrheit empfinden und die wir auch aussprechen lernen können, der entsprechend wir uns auch verhalten lernen können oder die wir eben auch ignorieren können. Und das macht natürlich einen himmelweiten Unterschied in der inneren Erfahrung, ob sich jemand an einem Scheideweg stehend von seiner eigenen Wahrheit entfernt oder sich auf die eigene Wahrheit zubewegt, im Sinne von, was ist denn zum Beispiel meine Bestimmung als Mensch? Ja, wo das Wort Stimmen auch wieder mit drin vorkommt, dieser Wortstamm. Und wo ich weiß, dass viele Menschen leider noch nicht in der hundertprozentigen Verwirklichung ihrer Bestimmung sind, sondern eben unter anderem dem Ruf des Geldes gefolgt sind, vielleicht auch dem Ruf der Karriere, ne, dem Ruf der Gewohnheit, der Tradition. Ne. Zum Beispiel viele Menschen haben Berufe gewählt, sind sozusagen in die Fußstapfen ihrer Eltern getreten, wurden damit unglücklich, haben es entweder geschafft, sich daraus wieder fortzubewegen, oder sind eben hängen geblieben und vielleicht sogar depressiv oder süchtig geworden. Das gilt es alles sich genau anzuschauen. Und es geht auch um die feine Wahrheit des Momentes. Ob ich das schaffe, damit im Kontakt zu sein und zu bleiben, was sich einerseits über den Atem sehr deutlich zeigt. Und der Atem wiederum ist das Trägermedium für den Stimmklang. Das heißt also, diese frei schwingende Atemwelle, ne, die ich entweder, wenn ich im Einklang bin mit meinen Gefühlen und auch mit der Umwelt frei schwingen lassen kann, die ist die Basis dafür, dass meine Stimme dann auch frei schwingen kann. Es ist sehr interessant, auch dieser Bezug zur Wahrheit. Wenn man den Energiekörper, also dieses Chakrensystem des Körpers betrachtet, dann ist ja das Kehlchakra auch das Zentrum der Sitz unserer Wahrheit und unseres Ausdrucks. Und interessanterweise genau zwischen Herzzentrum und der Intuition. Und ja, dementsprechend hat die Stimme, kann, also die Stimmbildung, so wie ich es jetzt auch verstanden habe, auch von dem, was auf deiner wirklich toll aufgebauten Website auch zu entnehmen ist, dass halt die Stimmbildung auch viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun haben kann. Magst du da nochmal was zu sagen? Du bietest ja auch professionelles Stimmcoaching an. Was kann das bewirken für die Entwicklung eines Menschen? Ja, auch hier möchte ich nochmal diese vier Ebenen erwähnen, die ich als Unterstützung nutzen mag zur Strukturierung dieses komplexen Geschehens, was hier ablaufen kann. Weil einerseits können wir natürlich die Stimme unterstützen auf der rein körperlichen Ebene. Wir können Menschen Stimmtechniken beibringen, mit denen sie zum Beispiel vor einer Präsentation in der Öffentlichkeit ihre Stimme aufwärmen, weil es ja auch ein Muskelsystem ist, mit denen sie die Stimme trainieren können, weil sie ein Muskelsystem ist, ja, und wo wir halt verschiedene Techniken lernen können, um die Stimme gezielt für das einzusetzen, was jemand auch bewirken möchte mit der Stimme. So, das ist schon noch möglich und das ist erstmal nichts Verwerfliches, dass wir die Stimme dazu einsetzen, Menschen zu beeinflussen. Denn wir beeinflussen uns sowieso. Ob wir schweigen oder ob wir den Mund aufmachen, wir kommen nicht aus diesem Dilemma heraus, sage ich jetzt mal etwas provokant, dass wir uns einander beeinflussen. Insofern macht es auch Sinn, diesen Einfluss bewusst zu wählen, bewusst zu optimieren und auch bewusst manchmal zu steuern, wenn es sich von alleine nicht optimal steuert. Und warum kann das passieren, dass manche Steuerungen nicht optimal geschehen? Na, weil wir halt in der Vergangenheit durch unsere Erziehung und durch die Gesellschaft
oftmals bestimmte Muster am Laufen haben, die gar nicht optimal unterstützend sind für diese Situation, in der ich mich jetzt gerade befinde, sondern die entstanden sind, diese Muster in alten Situationen, die sich vielleicht auch wiederholt haben, vielleicht sogar viele Male oder die einfach sehr massiv und prägnant waren, wie so Traumatisierungen aller Art. Und diese Muster sind dann in der Regel Schutzstrategien, um die Stabilität des psychischen inneren Selbstes vor dem Kollaps, vor dem Zusammenbruch zu bewahren oder eben einfach zu schützen vor Strafe und ähnlichen Abwertungen und unangenehmen Situationen. Und diese Muster sind aber natürlich nicht hilfreich für eine langfristige Entwicklung. Da braucht es halt immer wieder genaues Hinschauen, Hinspüren. Und eben dann auch neu wählen, was passt jetzt für mich. Und da setzt das Stimmcoaching an. Es schaut sich diese Muster an. Stimmmuster können wir sie gerne mal nennen. Und dann stellt sich ganz schnell raus, dass diese körperlich erfahrbaren Stimmmuster oftmals ihre Ursachen auf anderen Ebenen haben. Zum Beispiel auf der emotionalen, zum Beispiel auf der geistigen Ebene, manchmal sogar auf der seelischen Ebene, wenn zum Beispiel Menschen Themen mitgebracht haben in dieses Leben, was jetzt hier nicht unbedingt erklärbar ist, aber trotzdem, ja, dieses empfindliche Nadelöhr, sage ich dazu gerne, diesen Flaschenhals in dieser Funktion, die große geistige Welt mit der großen körperlichen Welt zu verbinden, wie in so einem Stundenglas, ne, läuft hier die Energie durch und ist es hier so eine sehr enge Stelle. Ist die Frage, wie können wir die weiten? Und durch welche Erfahrungen in der Vergangenheit wurden die verengt, diese Stellen? Ja. Wie können wir das wieder weiten? Das sind teilweise auch geistige Programme, die da ablaufen. Also ich mache auch sehr viel Glaubenssatzarbeit und untersuche, was unterbewusst im Menschen abgespeichert wurde an Gedanken über dieses sich zeigen in der Welt, gehört werden, sich wirklich mitteilen wollen. Das ist nicht bei jedem hundertprozentig gegeben, aufgrund unangenehmer Erfahrungen in der Vergangenheit. Na, und die ganze emotionale Ebene verbindet halt auch die geistige und die körperliche und die seelische Ebene miteinander und ist, wie gesagt, mit der Stimme so stark verbunden über die ganzen Muskelsysteme, dass Stimme eben auch emotional ist. Außer ein Mensch versucht es, die Emotionalität seiner Stimme zu unterdrücken, was auch möglich ist, aber eben auch Nachteile hat und dann gewissermaßen ein Preis dafür zu zahlen ist, wenn bestimmte Energiebewegungen, die normalerweise frei durchfließen und schwingen wollen durch unser System, wenn die halt unterdrückt werden. Und da unterstütze ich halt Menschen aus diesen Unterdrückungsmustern, die oftmals unbewusst waren, weil niemand möchte sich selbst gerne unterdrücken, herauszutreten, erstmal dadurch, dass wir in eine Metaebene gehen, uns diese Muster von außen anschauen, sie nach außen bringen, indem wir auch Aufstellungsarbeit machen damit. Sie verklanglichen diese ganzen Muster, die Gefühle. Und dann geht es in die Richtung zu schauen, wie kann ich der Energie erlauben, sich frei zu bewegen, frei auszudrücken, frei zu schwingen. Und das ist in der Regel eine sehr beglückende Erfahrung für alle Beteiligten. Weil es ein schönes Gefühl ist, wenn gefangene Energie plötzlich wieder frei sein darf. Und das dann auch noch hörbar ist und spürbar und sichtbar und dann ja eben auch wiederholbar. So, aber dafür braucht es dann eben auch das Training in dem täglichen Leben, in der Alltagsumgebung, in den bestimmten Beziehungen, die ein Mensch auch hat. Die spielen natürlich eine ganz entscheidende und wesentliche Rolle. Was dafür muss da gelebt werden. Und im Idealfall kann ein Mensch sich durch Stimmarbeit in ein ja, größeres Potenzial hineinverwirklichen, auf der Basis eben von einer neuen Freiheit, die eben auch neue Wahlmöglichkeiten mit sich bringt, sodass ich dann einfach auch schauen kann, ja, was möchte ich denn mit diesem Leben machen? Wie möchte ich denn meine Selbstbestimmungsfähigkeiten so anwenden, dass ich wirklich gestalterisch in diese Welt eingreife und mitbestimme, was hier geschieht. Alles ist Kommunikation, fällt mir da gerade ein, auch als Spruch, den mir mal jemand gesagt hat. Und
Ich ahne schon das Potenzial auch, wenn du mit Menschen arbeitest und sie dann lernen, anders zu kommunizieren, auch mit ihren nahestehenden Menschen, dass sie dadurch dann auch mehr Wahlmöglichkeiten haben, ihre eigene Wahrheit auszusprechen, was vielleicht nie gelernt wurde. Und gerade in unserer Gesellschaft, also ich beobachte häufig dieses Muster und ich kenne es auch von mir, dieses, ob, wenn etwas nicht stimmt, schweigen und es unterdrücken, aber über Mimik, Gestik und ja, subtile Veränderungen der Stimme auszudrücken, dass etwas doch nicht stimmt. Und dann einfach wirklich wieder zu lernen, klar und ehrlich zu kommunizieren, das ist etwas, was ich das Gefühl habe, viele Menschen in unserer Gesellschaft nicht so mitbekommen zu haben und wo einfach ein gewisser Aufholbedarf besteht, um wirklich diese eigene Wahrheit auch leben zu können. Also das, was du gerade schon so wunderbar zusammengefasst hast. Und es erinnert mich auch ein Stück weit an ein Interview, was ich mit einer Körpertherapeutin mal hatte. Die hat auch von Mustern gesprochen, allerdings von Schmerzmustern im Körper, also Anspannungsmustern. Und als du gerade so gesagt hast, dass die Stimme ja frei schwingen will und frei fließen will, da dachte ich so, diese typische Anspannung, die hier häufig sitzt oder hier, das ist ja schon deutlich wahrnehmbar, wo du so beschreibst, was für ein enger Kanal das ist, wenn es hier fest ist und hier Nackenverspannung haben ja unwahrscheinlich viele Menschen auch, dann kann man sich vorstellen, was da auch ja auf anderen Ebenen gelöst wird durch diese Arbeit. Ja, danke, dass du es ansprichst und das gibt auch noch mal mir die Möglichkeit zu sagen, was sich konkret selbst tun lässt am eigenen Körper. Ja, einerseits ist es wirklich das auf die eigene Stimme lauschen und sie nutzen als ein Biofeedback-System, was mir sehr schnell aufzeigt, was gerade jetzt für mich nicht stimmig ist und dann zu lernen, das eben auch auszusprechen. Und dafür reicht manchmal so ein Satz wie: Das ist für mich jetzt gerade nicht stimmig. Ich möchte da noch mal gemeinsam mit euch hinschauen, dass wir das in eine größere Stimmigkeit bringen können. Auch da hilft uns die Sprache. Ja, etwas stimmt nicht. Ja, wäre sozusagen der Verdacht, dass irgendwas nicht stimmig ist. Und das hilft einfach, das auszusprechen. So, und weiter geht's halt mit diesem sich selbst unterstützen beim lockerer werden, beim weicher werden, beim Öffnen dieses Kanals. Ja. So, du kannst dir eine Selbstmassage geben, du kannst dich ausschütteln, lockern immer wieder, du kannst in die Dehnungen reingehen, gerade wenn du viel nach vorne ausgerichtet arbeitest. Dann wissen wir, dass einfach die Rückwärtsbeugen, die Öffnungen und Dehnungen wichtig sind, um sich zu zeigen. Auch hier mit dem Brustbein, mit dem Herzen. Was ist denn hier bei mir gerade? So, was ist denn meine persönliche Wahrheit? Oder wie ich immer gerne sage, was ist denn meine Istheit? So, wenn die Wahrheit auch vielleicht etwas ist, was schon in der Vergangenheit liegt, ja. Und die Frage ist ja, wie kann ich denn die Wirtheit wirklich mitbestimmen? Und was braucht es dafür von mir? Was ist denn mein Impuls? Was würde ich denn am liebsten gerne tun? Und auch aussprechen, damit es auch von anderen gewusst und gehört wird und gefühlt wird, wie ich dazu stehe, also meine persönliche Position. Ja. Dieses berühmte Wort vom Abgeben der Stimme bei Wahlen, das können wir verwandeln in dieses: Ich stehe dazu, dass ich sage, was für mich eben der Klang der Wahrheit jetzt gerade ist. Für mich klingt die Wahrheit nämlich so. Und sie dann eben auszusprechen, wäre einfach auch wichtig für uns alle, dass wir uns einander damit Vorbild sind. Weil, wie du schon angedeutet hast, viele von uns haben ganz andere Dinge gelernt in ihren Familienstrukturen, vielleicht sogar in diesem Bildungssystem, wo es auch nicht immer willkommen war und teilweise noch ist, die Wahrheit frei und klar und laut auszusprechen. Und überhaupt gibt es eine Tendenz in dieser Gesellschaft, die ich mal als eine Ängstlichkeit und Scheu vor Lautheit bezeichnen möchte. Wir haben viel gelernt, gerade in der deutschen Gesellschaft, uns zurückzunehmen, mit Stimmen zu flüstern, sogar, ne, was für die Stimme übrigens sehr ungünstig ist, weil das nicht die physiologische Funktionsweise der Stimmlippen ist, ne, dass sie nur halb zusammengestellt werden und so noch halb Luft da dazu kommt und man nicht genau weiß, ja, will er jetzt was sagen oder nicht?
Also diese Uneindeutigkeiten, die kann ich sehr empfehlen, in Eindeutigkeiten umzuwandeln. Und eine Sache, die ich noch teilen wollte, ist, entdecke bitte deine eigenen Glaubenssätze bei dir, indem du dir zuhörst, wo du pauschalisierst, wo du Wörter benutzt wie immer oder nie als Schlüsselwörter für Pauschalisierungen, die einfach gar nicht stimmen können, wo wir uns sozusagen von der Wahrheit und Istheit zwangsläufig entfernt haben, weil nichts ist immer, nichts ist nie, sondern es gibt für alles Ausnahmen und die Medizinerinnen und Mediziner, die wissen das, auch in der Anatomie, wo zum Beispiel gesagt wird, ja, das Herz ist links, auf der linken Seite des Menschen. Nein, es gibt alle 25.000 Menschen, einen Menschen, der hat das Herz auf der rechten Seite. Nur mal so als Beispiel, ne? Dass all diese Ideen von, das ist doch immer so gewesen und ist auch so und wird auch immer so bleiben, die sind schon längst ad absurdum geführt worden von so vielen Gegebenheiten. Und von daher lasst uns offen sein für die Neuheit dieses Momentes, der jetzt gerade geschieht. Und ich habe neulich gerade einen sehr interessanten Vortrag gehört, da ging es um Traumaheilung. Dadurch, dass ich auch therapeutisch arbeite, finde ich dieses Thema auch immer wieder so fundamental. Da ging es auch um die traumatisierte Gesellschaft im Prinzip. Und er hat ganz klar auch dazu aufgerufen, diesen ehrlichen Kontakt. Dieses ehrliche Ausdrücken, ich bin damit nicht einverstanden, ich bin gerade wütend, also wirklich dieses ehrliche Kommunizieren und zu spüren, dass es sicher ist, seine Wahrheit zu sprechen, dass das ein ganz wesentlicher Faktor ist, um als Mensch wieder heil, leer und ganz leer zu sein und diese Beruhigung auch in sich zu finden, sich einfach in sich sicher zu fühlen. Und hat auch ganz klar aufgerufen, eben diese Räume der Begegnung zu schaffen. Und ich sehe halt bei dir auch eine ja, unwahrscheinliche Tiefe und ein ja, therapeutisches Wirkspektrum, was weit über ein Stimmcoaching, wie man es als erstes begreifen könnte, im Sinne von Manipulation oder Darstellung hinausgeht, weil es halt diese all diese Facetten mit einschließt. Und ja, ich freue mich sehr, dass wir so offen auch darüber sprechen können. Ja, danke, dass du das nochmal ansprichst. Das bringt mich nämlich dazu, nochmal auch zu sagen, wo beginnt denn all dies mit der eigenen Wahrheit in Kontakt sein? Es beginnt ja in uns selbst. Noch bevor wir den Mund aufmachen, noch bevor wir in die Begegnung gehen, ist die Frage, was mache ich denn in mir mit meiner Wahrheit, wenn ich sie jetzt gerade spüre, wenn sie jetzt gerade hochkommt? Was habe ich für eine Einstellung dazu? Bin ich da wirklich dran interessiert und sage, ja, ich suche ja sogar danach? Und möchte das wirklich auch vor mir selbst erstmal hundertprozentig erlauben und vertreten und dann später auch in der Welt teilen? Oder habe ich da noch eine gewisse Ängstlichkeit davor, so weil ich da was vermute, was sich vielleicht nicht so gut anfühlt? Da habe ich vielleicht noch gar keinen geschützten Raum dafür, wo ich mir erlauben kann, wirklich auch mit diesen unangenehmen Gefühlen in Kontakt zu kommen. Und da rate ich wirklich jedem Menschen, sich diese geschützten Räume zu erschaffen. Sei es, indem wir regelmäßig auch in unserer eigenen Wohnung uns eine Zeit kreieren, wo wir einfach mal gar nichts machen, außer nur mit uns sind und wissen, wir werden jetzt nicht gestört für die nächste halbe oder ganze Stunde. Weil es ist wertvoll, um eben all das, was von innen hochkommen möchte und sich auch zeigen möchte, um sich zu regulieren, was nämlich auch eine wertvolle Funktion der Stimme ist, sowohl der inneren als auch der physischen Stimme, die haben eine Selbstregulationsfunktion. Sie können sich gewissermaßen selbst reorganisieren, falls sie mal aus dem Gleichgewicht geraten sind. Dafür brauchen sie aber einen Moment Zeit. So, ein paar mehr Momente wären natürlich noch besser. Und diese Schutzräume, die kann man sich aber auch kreieren und erschaffen im Außen, zum Beispiel, indem ich mir eine Person meines Vertrauens suche. Das kann ein Partner, eine Partnerin sein, ein Freund, eine Freundin. Aber oftmals gibt es auch so intensive, starke innere Belastungen, dass das vielleicht auch nicht angemessen ist, in dem privaten Rahmen zu teilen.
Und wo es eventuell sogar auch eine größere professionelle Kompetenz bräuchte, um damit umgehen zu können. Und ich spreche hier einfach nochmal, weil es mir auch so oft begegnet, dieses Thema, das Thema Missbrauch auf verschiedenen Ebenen an. So, wo einfach klar ist, da braucht es eine therapeutische Unterstützung oder eben, ja, im Bereich der professionellen Begleitung von Prozessen. So, ob das therapeutisch genannt wird oder nicht, darum geht es jetzt nicht, aber es geht darum, dass Menschen dafür sich haben ausbilden lassen und die einfach, ich spreche jetzt gerne mal direkt dich an, die dich unterstützen können, einen Ausweg zu finden aus dem Schlamassel der immer wiederkehrenden Schleifen und Muster, die schon längst als selbstsabotierend erkannt und entlarvt wurden und wo es aber wirklich ja, eine große Herausforderung sein kann, da herauszutreten aus diesem Kreislauf, aus diesen Loops. So, und es ist viel leichter mit einem Menschen, der das bezeugen kann, der das wahrnehmen kann und der auch Optionen aufzeigen kann, wie damit anders umgegangen werden kann als bisher. Genau. Genau. Man ist ja in gewisser Weise auch betriebsblind für seine eigenen Muster und ich kann das voll unterstreichen und ja, unterstützen, was du sagst. Das ist tausendmal wertvoller, als sich jemanden zu suchen, der A, die Muster erkennt und B, auch Lösungsansätze zeigen kann, die funktionieren mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit auch für denjenigen, was auch schon wieder mehr Sicherheit gibt. Und man kann sich ja bei dir für Einzelcoaching melden. Ich würde vorschlagen, dass wir deine Website einfach hier drunter verlinken. Möchtest du zu deinem Angebot noch was sagen? Du hast ja ein recht, ja, umfangreiches Wissen und ja auch ein schönes Spektrum an Möglichkeiten. Was sind da die Möglichkeiten für Menschen, die jetzt gerne mit dir arbeiten möchten? Ja, danke für die Einladung dazu. Also ich denke, meine Webseite, die ist sehr aussagekräftig und das, was wir jetzt auch bisher hier schon miteinander geteilt haben, lässt auch sehr gut erahnen, in welche Richtung das gehen kann. Und ich kann es trotzdem ganz kurz aufzählen, dass ich ja einerseits dieses angesprochene ganzheitliche Stimmcoaching anbiete, wo es mir wirklich eben um die Ganzheitlichkeit geht, dass wir eben die verschiedenen Ebenen unseres Menschseins mit einbeziehen, aber auch das Umfeld zum Beispiel, was eine wesentliche Rolle spielt, partnerschaftlich, sogar geschichtlich, sage ich jetzt mal, von der Herkunftsfamilie her und auch beruflich. Was macht dort ein Mensch und inwiefern ist das für ihn alles stimmig oder nicht so stimmig? Und was ich zusätzlich dazu noch anbiete, ist natürlich auch Unterstützung im Gesangsunterricht, im Musikunterricht, im Improvisieren, im Klangyoga. Ich habe mich auch auf Klangyoga spezialisiert, was eine sehr meditative Art ist, um mit dem Klang eine tiefere Verbindung einzugehen, bis hin zu einer Art tantrischen Verschmelzung, aus der heraus dann eben auch nochmal andere Dimensionen des Klanges sich öffnen können, wie zum Beispiel diese Obertöne, die ich gerne als die innere Dimension des Klanges bezeichne, oder auch die Kinder des Klanges. Das sind so Frequenzen, die halt mitschwingen im Klang und die wir im täglichen Leben meist nicht bewusst wahrnehmen, sondern nur so intuitiv als Klangfarbe. So, und die sich aber auch musikalisch und dadurch auch energetisch nutzen lassen, diese Obertöne. Und das unterrichte ich auch. Das ist sozusagen auch ein Expertengebiet von mir, weil ich mich darauf sehr spezialisiert habe. Und insbesondere dieses Thema des Obertongesangs fasziniert mich. Das fühlt sich für mich so an wie so ein Mysterium, ja, wie so ein eigener Raum im Prinzip, der entdeckt werden möchte und entdeckt werden kann. Und ja, ich würde total gerne mit dir einfach nochmal speziell zu diesem Thema ein separates Video drehen. Einfach um es auch knackig zu halten, dass wir jetzt einfach alle, die einen Impuls und eine Resonanz spüren, ganz herzlich einladen, in Kontakt zu gehen. Ich verlinke deine Seite hier unter dem Video und würde dann das Video zum Obertongesang gerne dann auch direkt darunter verlinken, sobald wir es fertig haben. Und danke dir erstmal ganz, ganz herzlich für dieses wirklich ja sehr vielschichtige und aufschlussreiche Gespräch.
Ja, herzlichen Dank auch dir für die Einladung. War mir wirklich ein großes Vergnügen. Ist auch für mich immer wieder spannend, darüber zu sprechen und neue Aspekte auch mir bewusst zu machen. Und gerne lass uns da auch tiefer eintauchen in das Thema Obertöne und Obertonengesang, weil wie du schon sagst, das ist ein Mysterium. Und auch da gibt es aber eben auch schon einige Forscherinnen und Forscher, die darüber berichten können. Und ich freue mich, dazu zählen zu dürfen. Sehr, sehr gerne. Und was mich auch noch sehr neugierig gemacht hat, wir hatten ja ein paar Minuten vorher schon gesprochen und ich hatte dir erzählt, dass ich gestern gerade so wie so einen Film auf der Stimme hatte. Und da meintest du, das kann manchmal schon allein durch die Ernährung kommen. Vielleicht finden wir auch noch mal da Gelegenheit. Das ist auch ein sehr, sehr spannendes Thema, einfach dieser Zusammenhang. Und nichtsdestotrotz, um es jetzt knackig zu halten, wie gesagt, vielen herzlichen Dank und gerne bis zum nächsten Mal. Ja, ciao, bis bald.